Warum ist es eigentlich anstrengender, einen Berg hochzurennen, anstatt langsam zu laufen? Obwohl der Berg gleich bleibt? Die Formel der mechanischen Leistung erklärt es. Die mechanische Leistung P ist die geleistete Arbeit W durch die Zeitspanne, in der sie geleistet wurde. Also P gleich W durch T. Die Leistung P wird in der Einheit Groß W, also Watt, angegeben. Die Arbeit Groß W wird in Groß J, also Joule, angegeben. Und die Zeit T natürlich in Sekunden S. Gib dann diese Einheitengleichung hier. Als Formel für die mechanische Leistung ist die Formel natürlich in der klassischen Mechanik beheimatet. Wann die Formel aufgestellt wurde und von wem? Keine Ahnung. Ist bei dieser Formel ja nicht so wichtig. Kommen wir lieber zu einer kleinen Beispielrechnung. Nehmen wir mal an, wir leisten eine Arbeit von 100 Joule. Und das in 5 Sekunden. Was hatten wir dann für eine Leistung P? Setzen wir jetzt einfach ein. P gleich W durch T gleich 100 Joule durch 5 Sekunden gleich 20 Watt. Würden wir die Arbeit in einer Sekunde verrichten, dann hätten wir 100 durch 1 und damit 100 Watt. Je schneller wir also eine Arbeit verrichten, desto größer wird unsere Leistung. Neben der mechanischen Leistung gibt es auch noch eine elektrische Leistung. Die Formel für die elektrische sieht etwas anders aus. Man kann natürlich elektrische und mechanische Leistung ineinander umwandeln. Elektrisch zu mechanisch funktioniert durch Elektromotoren. Generatoren hingegen benutzt man, um von der mechanischen zur elektrischen Leistung zu kommen. Wenn ihr die Formel der mechanischen Leistung noch an ein paar schönen Beispielen gerechnet haben wollt, dann schaut euch doch unser Video zur mechanischen Leistung und Arbeit an. Danach kapiert ihr es auf jeden Fall. In dem Sinne drückt das Däumchen, bis dann, haut rein und ciao. Ciao.